Hallo, ich bin begeistert, wie gut Sie alle bei den Quizfragen mitmachen. Diesmal war das die Quizfrage und es gab zwei richtige Lösungen, die Sie auch alle wunderbar gefunden haben. Heute geht es um zwar aber. Und wenn man weiß, wie aber funktioniert, dann ist zwar aber überhaupt kein Problem. Die Lektion zu aber finden Sie auch hier auf YouTube. Aber jetzt geht's weiter mit zwar aber. Jetzt sind wir bei den zweiteiligen Konjunktionen angelangt und beginnen mit zwar aber. Aber drückt immer einen Gegensatz oder eine Einschränkung aus. Hier ist der Beispielsatz noch einmal. Ben mag kein Gemüse, aber er mag Sellerie. Wenn wir jetzt zwar aber benutzen, dann klingt der Satz so. Ben mag zwar kein Gemüse, aber er mag Sellerie. Zwar macht den Gegensatz oder die Einschränkung noch klarer oder stärker. Zwar steht meistens nach dem Verb in Position 3. Es kann aber auch in Position 1 stehen und dann sieht der Satz so aus. Zwar mag Ben kein Gemüse, aber er mag Sellerie. Zwar ist dann in Position 1. Mag in Position 2, aber in Position 0, das Subjekt eher in Position 1 und mag wieder in Position 2. Zwar steht also in Position 3 und manchmal auch in Position 1 und aber steht, wie wir das kennen, in Position 0. Aber Position 0, daran müssen wir uns erinnern, ist flexibel. Position 0 kann an vielen Stellen im Satz stehen. Das ist die große Ausnahme bei aber. Wir können Sätze mit zwar aber auch verkürzen. Hier sind zwei Hauptsätze. Deutschland hat das Halbfinale gewonnen. Deutschland hat das Finale verloren. In diesen beiden Sätzen geht es natürlich um Fußball. Wir wollen die beiden Hauptsätze jetzt mit zwar aber verbinden. Und wir erhalten dann, Deutschland hat zwar das Halbfinale gewonnen, aber Deutschland hat das Finale verloren. Sie haben gelernt, dass die Position 0 von aber flexibel ist. Wir können also auch sagen, Deutschland hat zwar das Halbfinale gewonnen, Deutschland hat aber das Finale verloren. Auch das ist möglich. Jetzt wollen wir den Satz verkürzen. Subjekt und Verb sind in allen Sätzen identisch, nämlich Deutschland und hat. Und wenn wir die Sätze verkürzen, dann erhalten wir Deutschland hat zwar das Halbfinale gewonnen, aber das Finale verloren. Sie haben auch gelernt, dass die Position von zwar im ersten Satz flexibel ist. Zwar kann auch an erster Stelle stehen. Und dann würde der Satz heißen, zwar hat Deutschland das Halbfinale gewonnen, aber das Finale verloren. Wir kommen zu einer kurzen Zusammenfassung. In dieser Lektion haben wir die zweiteilige Konjunktion zwar, aber besprochen. Mit zwar, aber drückt man eine Einschränkung oder einen Gegensatz aus. Ganz ähnlich wie mit der einteiligen Konjunktion aber. In der nächsten Lektion geht es um die zweiteilige Konjunktion nicht nur, sondern auch. Ja, und das war auch schon wieder die Lektion.
Wenn Sie noch mehr üben wollen zum Thema zwar, aber, dann schauen Sie doch hier auf YouTube mein früheres Video. Dort gibt es viele Beispielsätze, mit denen Sie üben können. Und auch in dieser Lektion gibt es natürlich wieder eine Quizfrage und die kommt jetzt. Die Frage lautet, welcher dieser drei Sätze ist falsch? Einer von den drei Sätzen ist nicht richtig. Welcher ist das? Und hier ist noch eine kleine Hilfe. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Und wir sehen uns, wenn Sie möchten, am nächsten Donnerstag. Dann geht es um das Thema nicht nur, sondern auch. Bis dahin.